Der Höhepunkt ist eigentlich, wenn man eine Ausstellung macht oder normale Leute wissen nicht, aus welcher Zeit das kommt und können das gar nicht so richtig auseinanderhalten, dass da 100 oder 1000 Jahre dazwischen liegen. Also Thomas Schüttes großes Thema ist von Beginn an eigentlich die Skulptur und der Raum. Und das entlädt sich in ganz vielen Werkserien. Er arbeitet ja durchgängig eigentlich in Werkserien. Sehr viele sind der Figur, der menschlichen Figur gewidmet. Aber er hat sich von Beginn an eben auch mit dem Raum, mit dem Raumbildenden des Körpers beschäftigt. Und da spielt die Architektur eine ganz große Rolle für ihn. Also die Relation von Figur zu Raum, von Figur zu ihrer Umgebung, aber eben auch das Architektonische des Körpers. Und da entstehen bei ihm wirklich spannende Wechselspiele. Und dazu kommt, dass die Architektur ja für ihn auch eine Möglichkeit ist, abstrakt zu arbeiten. Mich interessieren eigentlich Räume und nicht Stücke. Ich denke, alle Bildhauer haben eine architekturale Ader. Man kann mit dem Daumen denken und die Größen der Köpfe sind danach bestimmt, wie groß meine Daumen sind. Und dann ist nämlich eine Nase in einer Minute gemacht, weil es zu den Fingern passt. Wenn ich aufbaue, gehe ich alle 5 Minuten nach draußen oder alle 10 Minuten und gucke, wie man jetzt geht, wie es von außen aussieht. Ich mache das nicht von mir selber und fummel da so lange rum. Ich gehe immer raus und dann gehe ich wieder rein, gehe ich wieder raus, gehe ich wieder rein. Damit das soll die Leute ja bewegen. Die Wichte im großen Atelier sind ja in einer ungewöhnlichen Hängung, etwas über Kopf. Also die schauen auf uns herab, große Männer, zugleich eben törichte Wichte, die dort auf ihren Konsolen ruhen und der Welt etwas zu sagen haben oder auch nicht. Und natürlich zugleich die Frage stellen, was ist denn eigentlich ewig und was sind denn diese großen Männer aus der Vergangenheit? Wie viel Macht haben die eigentlich über uns und wo nehmen die selber ihren Machtanspruch vielleicht auch zu ernst? Ganz viele Fragen, die uns in unserem modernen Kosmos beschäftigen, sind in seinem Werk enthalten und zugleich spiegelt er in die Vergangenheit mit ganz vielen Bildern, Assoziationen, Erinnerungen, kunstgeschichtlichen Zitaten auch und wirft aber ganz intensiv auch einen Blick in die Zukunft.